wenn es einen Ritterschlag gibt als Automobiljournalist, und ja, so schimpfe ich mich, beziehungsweise wir sind YouTuber, dann ist es, wenn die bayerischen Motorenwerke anrufen und sagen, hey Jesse, hey Jan, könnt ihr bitte unser wichtigstes, weltweit meistverkauftes Auto vorstellen? Denn jeder siebte verkaufte BMW ist ein Dreier. Ich bin mit dem Dreier quasi groß geworden, der hat mich mein Leben lang begleitet. Ich liebe ihn als Kombi, ich liebe ihn als Limo, ich liebe ihn als M3, ich liebe ihn als PF, ich liebe ihn als Mildhybrid. Und hier steht er jetzt im Facelift Modelljahr 2022. BMW nennt das LCI, also Life Cycle Impulse. Und was werden wir mit diesem Facelift machen? Ich werde es euch vorstellen. Natürlich werden wir auch schauen, dass wir euch noch ein Kombi zeigen auf dem Kanal. Ich werde euch was zum Kombi erzählen. Ich werde euch was zu den Motoren erzählen. Ich werde euch was zu der veränderten Optik erzählen. Ich werde euch was zum Innenraum erzählen. Der ist jetzt wesentlich moderner. Das Auto sieht auch deutlich anders vorne und hinten aus. Ich werde euch was zum neuen Preis erzählen. Ich werde euch was zum Marktstart erzählen, vielleicht in aller Kürze. Ich bin Erklärbär. Ne? Ich werde euch alles zum Auto erklären, was mich interessiert, denn ich bin egoistischer Erklärbär. Und wenn ihr auf so viel Egoismus Bock habt, dann bleibt genau jetzt dran. Warum? Bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von der größten Egoistin der Welt. Das ist nicht Jessie, die macht das Review nämlich für euch und einem echten Egoisten, das bin ich. Abonniert genau jetzt den Kanal und dann würde ich euch einladen, mich bei unserem Dreier zu begleiten. Ganz am Anfang, bevor es losgeht. Jeder, der jetzt denkt, hier Dreier und irgendwie erwartet, er ist auf irgendeiner schmutzigen Seite gelandet oder auf OnlyFans, der muss genau jetzt ausschalten, denn hier geht es knallhart um Auto-Review, Automobile, Leidenschaft und maximal Romantik zum Auto. Deshalb am Anfang spreche ich über unseren Kooperationspartner, der teilt auch unsere Liebe und Leidenschaft zu Automobilen. Was macht GoLeasy? Ja, die vergleichen für euch. Unter etablierten Leasinganbietern wie dem größten, das ist meinauto.de, schaut da gern vorbei, ist eine wirklich gute Sache. Die freuen sich wie Bolle auf dieses Auto, denn den Dreier gibt es gleich mit zwei Plug-in-Hybriden-Varianten und die sind natürlich voll förderfähig. Da bekommt ihr eine Förderung von bis zu 7.500 Euro im Kaufpreis. Ihr zahlt nur 0,5% der Dienstwagensteuer und das tropft ganz klar krass runter auf den Leasingpreis, was beim Dreier BMW richtig großartige Preise pro Monat erzeugt. Jetzt sprechen wir allerdings über die Historie vom Dreier und die ist chlorreich, größer als meine. Die Sportlimousine von diesem Mittelklasse-Traum, die gibt es nämlich seit 45 Jahren. Seit 35 Jahren gibt es dann den Kombi. Ja, den Kombi wird es jetzt bald auch als M3 geben. Da freue ich mich unglaublich drauf. Auf den M3, M4 habe ich mich unglaublich gefreut. Die habe ich euch gezeigt. Und was dieses Auto einfach ausmacht in seinem ganzen Wettbewerbsumfeld, was Mercedes C-Klasse angeht oder Audi A4, das ist der sportlichste. Ich bin nicht mehr der sportlichste, das hier ist der sportlichste. Und was großartig ist, der steht auf der CLA-R-Plattform, auf der auch der 5er und der aktuelle 7er steht. Und das ist natürlich eine große Sache für dieses Auto. Euch interessiert allerdings, sag mal Jan, wie viel verkauft denn BMW davon? Jeder siebte BMW ist eben ein Dreier, den die verkaufen, was mega ist. Und wie hoch ist der Kombi-Anteil in Deutschland? Wir sind Allmann-Kombi-Markt, das ist sinnvoll, das ist rational. 70% in Deutschland werden wohl Kombis verkauft. Aktuell sehr viele Plug-in-Hybride, das wird aber wohl Anfang 2023 enden, wenn dann die Förderung wahrscheinlich, was ich nicht sagen kann, nicht mehr da ist. Was ist beim Auto neu? Man hat eigentlich das gemacht, was man immer macht. Die Leuchten vorne angefasst, den Stoßfänger vorne, den Stoßfänger hinten. Man hat ein richtig neues Infotainment-System reingebaut. Das Curved Display ist jetzt hier drin. Und was die BMW-Fans so richtig traurig machen wird, ist, es gibt keinen Handschalter mehr. Es gibt in Anführungsstrichen nur noch die 8-Gang-Automatikbox von ZF. Ja. Facelift, hier steht, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Wir sind jetzt einmal drum herum gegangen. Ich werde euch natürlich sagen, dass BMW sich überlegt hat, Mensch, es ist immer schwierig mit der Bestellzeit aktuell, die Lieferzeiten. Also lasst uns Tesla-mäßig ein bisschen in die Richtung gehen und naja, vielleicht die Angebotsstruktur deutlich vereinfachen. Es gibt jetzt die Basis, die wesentlich höher ausgestattet ist. Dann gibt es
naja, das Sportpaket und das Sportpaket Pro drüber. Hier haben wir Sportpaket drauf und beim Outdoor ist es natürlich interessant, weil Mittelklasse heißt für mich einfach extrem hohe Praktikabilität. Das muss nicht immer ein SUV sein. Das Outdoor ist 4 mm gewachsen im Facelift. Warum, erzähle ich euch gleich. Es ist jetzt 4,71 lang, 1,83 breit, 1,44 hoch und von vorne ist es einfach ein automobiler Genuss. Da könnte man wirklich denken, man ist bei X-Hamster Automobil gelandet, wenn man den von vorne anschaut. Euch interessiert allerdings nicht meine Pseudo-Auto-Philosophie, sondern ganz viel wahrscheinlicher, dass es ja dieses Auto jetzt nur noch mit dem Schwarzpaket serienmäßig gibt. Erkennt er hier vorne an der Niere, an dem Kühlergrill, auch an der Seite. Er bekommt auch noch Chrom, aber das müsst ihr dann optional wählen. Und die Fans von BMW sagen ja immer sowas wie, die Niere ist gewachsen. Und ich sage, die Niere ist hier zum Glück kaum gewachsen. Machen wir es mal langsam. Was ist eigentlich anders jetzt hier? Wir haben einen anderen Stoßfinger. Hier vorne haben wir so eine kleine Durchbrechung, aufrecht stehend jetzt. Und der untere Lufteinlass ist hoch bis quasi fast übers Nummernschild gewachsen, so dass wir nahezu nur noch eine ganz kleine Verbindung hier haben zwischen der Niere vorne. Wir haben hier jetzt aufrecht stehende Streben drin, alles in Schwarz und diese kleine Verbindung hier ist jetzt direkt ans Licht hingewandert. Und wenn ihr mal hier an die Seite geht, dann seht ihr, dass der Grill vorne so leicht konkav ausgeformt ist, was es aus meiner Sicht bei BMW so natürlich schon gab, aber in der jüngeren Vergangenheit nicht. Das ist eine kleine Sharknose. BMW-Zeichen hier drauf. Und eine Sache ist auch interessant, das Laserlicht ist weg. Es gibt optional immer noch ein Matrix-LED-Licht, so nenne ich es jetzt mal. Voll-LED-Licht ist Serie. Ihr kennt das höhere Licht daran, dass wir hier dieses blaue Zierelement drin haben. Am besten sieht man das von oben und auch hier an den blauen Elementen drin, die so ein bisschen aussehen wie früher das Matrix-LED-Licht. Brooklyn Grey ist jetzt hier drauf. Es gibt zwei neue Graufarben. 150 BMW Individuallackierung, Frozen Grey, Tanzanit Grey. Und von vorne denkt man im ersten Moment, oh, das sind aber kleine Änderungen. Die machen aber, wenn ihr euch den Vorgänger daneben anschaut, einen riesigen Unterschied. Und das Auto in der Farbe hier würde ich mir direkt auf den Hof stellen, wenn ich es mir leisten könnte. Ich bin ja nur armer YouTuber. Und wenn wir jetzt an die Seite gehen, sehen wir halt, wir haben 2,85 Meter Radstand. Ich habe mir allerdings mal geschworen, ich will nicht nur der Typ sein, der euch erklärt, was alles optisch neu ist. Wir haben euch ja schon den 2 Active Tourer vorgestellt. Der hat bei den Plug-in-Hybriden eine Reichweite von bis zu 90 Kilometer. Beeindruckend. Best in class. Und viele haben spekuliert, bekommt auch der Dreier. Der hat jetzt allerdings als PHEV, also als Plug-in-Hybrider zum Laden an der Steckdose, weiter nur 12 Kilowattstunden Akku und kommt in Anführungszeichen nur 60 Kilometer weit. Ich habe gefragt, hey BMW, warum? Und die haben mir gesagt, ganz klar, Jan, wir haben hier das sportlichste Auto seiner Klasse. Nahezu perfektes Package, sehr gut abgestimmt, 50-50 Gewichtsverteilung. Optional gibt es hier ein M-Sportfahrwerk, ein adaptives M-Sportfahrwerk, eine M-Sportbremse zum Beispiel, die hier in der blauen an dem blauen Bremssattel erkennt. Warum sollten wir also am Packaging was ändern, wenn dieses Auto doch so gut ist? 17 bis 19 Zoll Felgen gibt's. Schaut gerne mal rein, hier eine Pirelli-Reifung und hier haben wir die 19 Zoll Felge drauf, M-Sport, blauer M-Sport Bremssattel, habe ich ja gesagt, gibt's optional auch noch in Rot, nix Plastik hier. M steht auch nochmal hier drauf und ja, Spiegelkappe in Wagenfarbe, keine Dachreling jetzt hier in dem Fall. Bügeltürgriffe hier, leicht abgedunkelte Scheiben hinten. Ich weiß gar nicht, ob es noch das M-Sport-Differential hinten gibt im Facelift. Das wird sich dann zeigen, sobald der Konfigurator online geht. Aber wer ihm das Auto von vorne gefällt, der wird von hinten jetzt sagen, mal ganz ehrlich, ich weiß, wir sind deutsch, ich weiß, wir lieben alle den Touring, also den Kombi. Hier haben wir allerdings die Sportlimo und die ist doch von hinten auch wirklich knackig. Ja, schaut gern vielleicht einmal rum und dann schaut hinten in die Spiegel rein. Wir haben ja vorne das L in der Tagfahrsignatur umgedreht. Hinten greifen wir das L als Hockeyschläger wieder auf. 330i ist der Motor jetzt hier drin. Und jetzt schauen wir runter. Das ist nämlich die Hauptveränderung von hinten, nämlich in den Stoßfänger rein. Der hat einen riesigen Diffusor. Und die Blenden hier, das BMW stolz und die werden auch nicht verändert, haben je nach Motorvariante 90 oder 100 mm Durchmesser. Das sind also 9 oder 10 cm. Ja, das ist halt BMW, ne? Kleiner Gurney hier hinten drauf und jetzt sprechen wir über das Kofferraumvolumen. In dem Fall
480 Liter. Was man wissen muss, wenn man den Plug-in-Hybriden hat, sitzt da hinten, also unter der Rückbank gleich so der Akku, und dann hat man hier 100 Liter weniger Kofferraumvolumen, ich glaube sogar über 100. Der Kombi hat 500 Liter Kofferraumvolumen, mit dem Plug-in-Hybriden das gleiche Problemchen. Aber das haben sie alle. Und wenn man jetzt hier hinten reinschaut, sieht man richtig viel Platz eben. Und hat hier außen nochmal so kleine Fächer, wo man was unterbekommt, auf der anderen Seite ein Trennnetz. Was ich sehr praktisch finde, schaut mal hier, habt ihr wie bei einer Alfa Romeo Giulia einmal die Möglichkeit und nochmal die Möglichkeit, die Sitze umzuklappen. Und da habt ihr dann halt schon eine höhere Flexibilität, auch mal ein Billigregal unterzubekommen. Ich mache jetzt hier zu, was wir machen werden, ist auf die andere Seite gehen. Ich mache die Tür auf, schaut mal übrigens diese wunderbare Leuchte hier, was echt schick ist. Und ja, klappt hier die Rückbank hoch, das geht nicht ganz so einfach, aber an Stärke fehlt es auf diesem Review-Kanal nicht, an Energie sowieso nicht. Und jetzt fahre ich vielleicht mal auf der Beifahrerseite hier den Sitz noch ein Stück vor, damit wir auch ein realistischeres Bild haben, wie viel Platz da hinten ist. Und jetzt guckt mal. Radstand ist natürlich groß. Ich setze mich hier rein und nach vorne hin habe ich okay Platz. Ne? Mittelklasse finde ich nahezu perfekte Ausmaße. 4,70 Meter Länge finde ich für ein Auto richtig gut. Das ist nicht zu breit, ist nicht zu hoch. Hat einen soliden Verbrauch, hat mit den Sechszylinder immer ein 48 Volt Bordnetz. Schon gut. Und was BMW toll macht, ist eigentlich nicht, dass hier kein Glasdach drin ist. Das würde ich nämlich immer nehmen. Aber die Verarbeitungsqualität ist Bombe. Allein wenn ich mich in BMW setze, dann riecht er halt immer nach BMW. Und jetzt schaut mal die Sitze an. Hier haben wir so ganz schmale, kleine Kopfstützen. Und nach unten hin ist es hier Sensatec. Sensatec ist sensationell beliebt wohl in den USA. Und sensationell ist auch die Armauflage hier mit dem Becherhalter, soll ich ja sagen, hier in der Mitte. Und jetzt habe ich die Sprachsteuerung vorne aktiviert, weil ich einen Markennamen gesagt habe. Und jetzt schaut mal hier, der Mitteltunnel ist relativ hoch aufbauend. Zwar schmal, aber es fällt schwer in der Mitte zu sitzen. Zwei USB-C-Stecker sind hier. Dunkler Himmel eben. Ich zeige euch das mal, dass ich hier gar nicht so gut sitze in der Mitte. Aber es ist ja auch die Limo. Ne? Ich denke, alle Praktikabilitätsmeister da draußen werden sich für ein Kombi eh entscheiden. Ambientebeleuchtung hier hinten, Sensatec in der Tür, gut verarbeitet, ist eben BMW, solide bis, naja, ein bisschen schwach gepolstert hier, Harman-Kardon-Anlage. Und jetzt kommen wir zu der Sache, die als Reviewer in unseren Videos natürlich am schwersten ist, vor allem beim Auto, bei dem es 10 Motoren gibt. Und ich sage euch eine Sache gleich am Anfang, ich werde euch nicht die PS-Daten erzählen, die findet ihr unten in der Beschreibung. Ich werde euch lediglich die Namen des Motors erzählen und naja, also fangen wir mal mit den Benzinern an. Ne? Was ist es da? Das ist der 318i, ist der 320i, der 330i und das M-Performance-Modell, der M340i. Bei BMW mal zweimal ziehen, dann geht's auf. Und es gibt natürlich auch noch die Diesel, das ist der 318d, der 320d, der 330d und der M340d. Hier haben wir den 330i drin. Das sind alles gute Motoren, vor allem haben die Sechszylinder hier drin. Ja, immer ein 48 Volt Bordnetz. Aber sehr beliebt wird sein, eben die Plug-in-Hybrid-Version. Und naja, das ist der 320e und der 330e. Ich habe euch ja was über die Reichweite erzählt. Ich habe euch darüber erzählt, dass wir da eine Förderung bekommen. Und jetzt ist interessant, in China wird es ja ein i3 geben als lange Version. Es gibt bei uns ein i4 aktuell. Ich hoffe mal, dass es ein i3, also eine vollelektrische Version, auch irgendwann nach Deutschland packen wird, weil das wäre richtig spannend aus meiner Sicht. Was wir jetzt machen werden, ist uns das Curved Display im Innenraum anschauen. Danach gibt es ein Fazit mit Preisen und ab wann ihr das Facelift bekommt. Und kommt einfach mal mit. Hallo, iDrive im Dreier. Und ganz ehrlich, der iDrive-Schalter hier drin, Gott ist das, ein Markus-Lanz-Überleitung, ist noch da und der ist... Ich liebe den. Das fühlt sich an wie so eine Verlängerung von meiner Hand oder meinem Arm natürlich in dem Fall. Und ich glaube, die Vertreter da draußen oder die Vielfahrer sagen, mir geht's genauso. Ich will, dass der für immer bleibt. Und neu ist natürlich das Curved Display hier drin. Zwei riesige
nahezu integrierte Bildschirme, sehr geil. Aber jetzt sprechen wir erstmal über SensorTech. Und BMW hat uns gesagt, SensorTech in den USA sehr beliebt, viel besserer CO2-Abdruck, kein echtes Leder, fühlt sich allerdings so an wie echtes Leder. Wie machen die das? Und am Anfang war Jessie immer so voll die Verfechterin von veganem Leder. Und ich fand es immer ein bisschen albern, überhaupt veganes Leder zu erwähnen oder so. Inzwischen habe auch ich mich als alter Mann ein bisschen modernisiert und kann sagen, ja, veganes Leder finde ich gut. Die Kopfstützen hier, die sind natürlich verstellbar. Das ist ein BMW-typischer Sitz. Der ist eigentlich zu wenig bequem, aber er ist verdammt sportlich, verdammt gut. Und ich finde, in die gleiche Kerbe schlägt auch dieser Dreier. Man probiert bei BMW ein sportliches Auto hinzustellen. Und dafür haben die bayerischen Motorenwerke meinen vollen Respekt verdient. Und meine ganze Trauer jetzt auch in diesem Video bekommen sie ab, dass ich leider noch nicht fahren darf. Aber ich hoffe, wenn es dann soweit ist, iDrive. Und jetzt machen wir den Schwenk vom iDrive-Schalter übers Dashboard hin in die Tür rein. Und die Tür hat eine ambiente Beleuchtung, die hat wieder SensorTech, die hat eine sensationelle Harman-Kardon-Anlage, die hat Platz in der Tür, die hat alles, was ich mir erwarte von der Tür. Und sie kann natürlich türmäßig schließen. Was wir jetzt machen, ja, ist vielleicht ein bisschen über die Mittelkonsole sprechen. Und hier haben wir ein neues kleines Zierelement vorne und hier so eine Ziermusterung drüber, was interessant ist. Alles sehr aufgeräumt, sehr klar. Wir haben hier ein Handschuhfach, vergesse ich ganz oft beim Reviews machen, was so samtmäßig ausgekleidet ist. Unten natürlich eine Fußmatte, keine Polsterung hier für die Knie. Und Jessie zeigt euch derweil genau die Einstiegsleiste, ist immer sehr wichtig. Und hier wieder so eine Verlängerung der Ambientebeleuchtung. Und wenn wir jetzt über den Mitteltunnel sprechen, die Konsole hier ist nicht wirklich dick, sie trennt vom Beifahrer okay, ist asymmetrisch, was ich auch gut finde. BMW probiert halt eben sehr fahrdynamisch spannende Autos zu machen und das ist der definitiv. Lauter Leiserregler haben wir noch hier, hier können wir skippen, Lüftungsdüse haben wir hier und jetzt schaut mal hier dieses Muster, mag ich echt gern. Und hier haben wir eine induktive Ladebuchse fürs Handy, passt hier rein. Hier ist der digitale Schlüssel, was interessant ist, könnt ihr jetzt hier drücken. Und jetzt habt ihr hier genau die Möglichkeit, dass ihr dann seht, genau ist es irgendwie Auto auf, eine Info zum Auto, die Restreichweite, die Vorklimatisierung könnt ihr machen. Oder ihr habt hier so diese normale Version von Schlüssel, die auch völlig okay ist. Da vorne gibt es einen Cupholder drin, den ich ja nur noch Becherhalter nennen darf. 12 Volt Steckdose hier. Und wenn euch das alles nervt, dann macht er hier einfach zu. Und ich mache das Auto hier wieder an. Und das ist schon ein gutes Sprichwort, denn der Gangwahlhebel hat sich jetzt verändert. Es gibt ja keine Handschaltung mehr, was viele echt schade finden. Aber dieser Gangwahlhebel, den finde ich sehr praktisch. Eine S-Gas haben wir auch hier, weil einfach hier, hier und ihr findet einfach schnell die Gänge, weil bei einem Automatikgetriebe muss man sowieso nichts machen. Wir haben serienmäßig nicht nur eine 8-Gang-Automatikbox von ZF, sondern auch dieses Schaltpedal hier oben drin und eben den sensationellen, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, iDrive-Schalter hier. Die wichtigsten Knöpfe haben wir hier wie Home, Media, Map, Telefon, Navi, hier geht es immer wieder zurück. Knopf für die Kamera haben wir dann hier. Parkpiepser kann man hier an- und ausmachen. Fahrmodi haben wir hier. Sport, Komfort, Eco und oben sieht man dann eigentlich noch viel mehr als unten. Da seht ihr Sport Plus, Sport Individual, Sport konfigurieren kann man auch hier machen. Da sieht man, was sich verändert, aber zeige ich euch dann, wenn ihr drin seid. Parkbremse ist hier. Hier haben wir nochmal USB-C-Stecker und ihr bekommt hier noch was unter, richtig praktisch. Und jetzt würde ich sagen, kommt meine kongeniale Partnerin Jessica in dem Fall, genau, die ist es hier rein und wir sprechen erstmal das Lenkrad. Und BMW-Lenkräder sind irgendwie funny, weil die immer irgendwie total fett sind. Und ich liebe, dass die so fett und dick und wulstig in meiner Hand liegen. Das ist Wertigkeit. Ich mag diese Dinger. Hier die Gangwahlhebel, dann haben wir hier die ganzen Knöpfe für die Assistenten auf meiner Seite hier links. Schau mal, Jessie, genau hier. Und hier haben wir dann alles für die Sprachsteuerung, Telefon annehmen. Hier haben wir die Steuerung fürs Licht. Kofferraum bekommen wir hier auf, auch ganz wichtig, manchmal zu wissen. Und jetzt sprechen wir hier erstmal über mein Kombi-Instrument auf der Seite und das kann ich dann hier verstellen. Muss man sich irgendwie dran gewöhnen, ihr könnt den Content verstellen zum Beispiel, das dauert immer eine Weile. Ne? Habt dann hier zum Beispiel ein G-Kraftmesser, ihr habt die Navi, die ihr reinmachen könnt, ihr könnt die Assistenten hier reinmachen, ihr könnt Bordcomputer hier reinmachen oder irgendwie individuell.
Und jetzt beschäftigen wir uns vielleicht dann kurz mit dem Infotainment hier drin. Dafür mache ich jetzt nur die Zündung an, weil wir wollen ja alle die Umwelt retten. Und jetzt schaut mal, wie groß, wie klar, wie gut aufgelöst es ist. Ihr habt hier nochmal die Shortwahlknöpfe, Apple CarPlay, Android Auto. Ihr habt hier die Navi. Und wenn ihr jetzt auf Zieleingabe geht zum Beispiel, könnt ihr hier unten auch irgendwie, glaube ich, drauf schreiben. Ziel suchen, genau. Schaut mal hier, das ist jetzt ein Herz für Jessie. Man kann aber hier auch wieder löschen oder oben einfach ein H für Hamburg reinmachen. Das ist richtig gut, finde ich. Und schaut mal hier, der iDrive-Schalter. Ihr könnt den natürlich benutzen, aber ihr könnt hier oben auch toggeln oder so durchswipen, sagt man als moderner Mensch. Und hier ist ein Home-Menü, da könnt ihr euch die wichtigsten Dinge reinmachen. Ich weiß nicht, ob Wetter jetzt unbedingt das Wichtigste ist, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ihr habt dann auch die Werte für BMW Individual, also die Fahrzeug-Apps hier zum Beispiel. Könnt Bilder suchen, was interessant ist. Telefon ist hier, die Routenvorschau wäre dann hier und schaut mal, wie schnell dieses Operating System 8 ist. Das ist schon als Navi großes Kino, die Assistenten, der persönliche Assistent ist hier, die Gewohnheiten merkt sich das Auto auch übrigens. Und ich mag allerdings lustigerweise, weil ich ein Oldschool-Typ bin, hier diese Ansicht klassisch mit den Kacheln eigentlich lieber. BMW ID, Apple CarPlay hier, Spotify haben wir, die Navigation, Wetter, Podcasts kann man hier hören. Innenbeleuchtung ist vielleicht noch ganz spannend, denn schaut mal, da gibt es echt unterschiedliche Farben. Ich mache jetzt vielleicht mal den Sprung größer Richtung Türkis. Oder hier in dem Fall vielleicht Korall, ja? Oder Car Crash Orange könnte man es vielleicht eher nennen. Und was kann man noch zeigen? Gewohnheiten automatisieren finde ich mega spannend, dass es das gibt, dass das Auto quasi mitlernt, Außenbeleuchtung. Und eine Sache ist noch mega gut, weil ich habe so oft irgendwelche Idioten, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, die mir immer in den Weg fahren. Und wenn ich jetzt hier den Drive Recorder habe, drücke ich hier drauf, der nimmt jetzt quasi die Sequenz auf, kann ja mal passieren, kann ja mal nützlich sein. Und jetzt könnte ich mir hier die Aufnahme irgendwie in aller Ruhe anschauen. Jetzt passiert natürlich da draußen nichts, ist langweilig. Was jetzt passiert ist, ich gehe raus und zeige euch, was ich, oder erzähle euch, was ich fasse. Ja, komm mal zum Fazit. Ich ärgere mich ein bisschen. Nicht übers Auto, weil das ist bombastisch geworden im Facelift, im LCI, sondern ich bin hergekommen, habe gedacht, ich kann eine Kombi zeigen und vielleicht sogar eine Kombination aus Limo und Kombinationskraftwagen. Und jetzt stand in Anführungszeichen nur die Limo da. Allerdings, sage ich euch ehrlich, das ist nicht egoistisch, weil ich mache es für euch. Ich weiß ja, 2/3 in etwa Take-Rate in Deutschland Kombi. Ich, für mich, würde die Limo nehmen, weil ganz ehrlich, ist die nicht mega hot, vor allem in dieser neuen Lackierung, vor allem im Facelift hier vorne, vor allem mit ziviler Niere da, vor allem mit dem umgedrehten L hier in der Leuchte, mit diesem riesigen Lufteinlass und Stoßfänger da vorne. Eieiei, sowas gibt es gar nicht mehr so oft, weil die meisten von euch wollen ja SUVs. Ich finde es toll, dass BMW sich entschieden hat, wir bauen den Dreier weiter, wir bauen auch ein Kombi weiter und wir setzen auch weiter bewusst auf Benziner und haben als Plug-in-Hybrid eine Übergangslösung. Wir haben den i4 zum Beispiel auch. Was ein schickes Auto. Das Operating System 8 da drin, das Curved Display macht dieses Auto sehr modern und ich konnte es heute nicht fahren, aber ich bin natürlich das aktuelle Modell vor Facelift gefahren und es ist das dynamischste seiner Klasse. So muss man es eben zwischen Mercedes C-Klasse, die ja eher, wie soll ich sagen, gemütlich ist, also ne, wirklich sehr komfortabel ausgelegt und Audi A4 einordnen. Der Audi A4, finde ich, fährt sich sehr leicht auf der Vorderachse, spricht für den. Der fährt sich eher schwer, eher sportlich, eher richtig, so genau, wie ich es eben mag. Und wenn man dann, naja, zu den reinen M-Modellen, M3, M4 greift, dann werde ich von BMW in den 7. Himmel katapultiert. Ja, jetzt gibt es allerdings so einen kleinen Orgasmusverzögerer am Ende dieses Reviews, nämlich den Preis. Und wir haben ja schon von der Basis aus eine höhere Serienausstattung hier drin. Deshalb beginnt die Limo mit dem kleinsten Vierzylinder 318i bei 43.900, während der Kombi bei 45.000 Euro beginnt.
Ich weiß noch nicht, was die Plug-in-Hybride kosten. Da könnte allerdings die volle Förderung abziehen, zahlt nur 0,5% der Dienstwagensteuer. Vor allem als Touring ist es ein extrem enorm zuverlässiges und beliebtes Auto für Dienstwagenfahrer, für die Business Lines, für euch da draußen. Ja, wer das weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy, Business Lines. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern wie meinauto.de. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Hier seid ihr gelandet beim Review-Löwen. Ne? Nicht Michael Ammer, sondern The Car Crash Review. Hier seid ihr täglich mit einem neuen Review, genau um 17 Uhr von der bezaubernden Jessie, der kleinen Löwin und dem, also mir halt, ich bin der Jan, informiert. Abonniert genau jetzt den Kanal und dann...